Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie, jetzt hat wieder Let's Play Horizon Zero Dawn. Und letzte Folge habe ich euch mit dem Cliffhanger zurückgelassen, dass wir hier die Teile von den Graser-Rücken herunterschießen sollen. Und ja, gucken wir einfach mal, wie es läuft, ne? Die Zeit läuft ab dem Moment, wo wir hier runterrutschen, also muss man uns wahrscheinlich auch ein bisschen Gas geben. Ich lasse mich halt selber gerade gleich überraschen. Ja, Zeit läuft. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie... Oh! Aus dem Weg! Wo sind sie hin? Oh, Goodie. Ah, da hätte ich erst näher rangemusst, glaube ich. Ah, 10 Pfeile habe ich noch. Oh, erst 5 Behälter runter. Und noch einer. Oh, noch 2 Behälter müssen runter. Ah, 2 Minuten haben wir auch nicht geschafft. Ui, ach, die greifen auch an. Ups. Ach so, okay, wenn es tot ist, kann ich nicht runterschießen. Dann wir das ganze Loot hier einsammeln. Und vor allem die Heilpflanze hier einsammeln. Ach, war nicht doch, war eine. Das wird mir noch weiterhelfen. Weil momentan müssen wir ja hier den ganzen Medizinbeutel leer machen. Sind immer noch nicht voll. Oh, ein Waschbär. So, also bin ich jetzt wieder voll. Hätte ich wahrscheinlich erst die Jäger ausschalten sollen oder so, aber halt, die Zeit läuft ja auch, ne? Oh, was habe ich, liegt denn hier alles rum, ey? Das war eine Stunde mit Looten hier beschäftigt. Das wird wahrscheinlich später auch weniger werden, dass man dann sich echt nur noch bückt, wenn es bunt leuchtet.
geht's denn zurück? Ach, da. Ah, diese Farben hier, dieses... Oh. Sieht einfach geil aus, finde ich. Und ihre Kletterkünste sehen auch echt geil aus, wirklich, jetzt drauf. Das erste Mal und sofort geschafft. Hier eine Halbsonne. Wenn du etwas schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. Oh, Stufe 10. Ah ja, jetzt kann ich hier die verschiedenen, je nachdem, was ich dann... Ah, alles klar, verabschieden. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Gucken wir erstmal, was ist denn drin da in der Kiste, die wir bekommen haben. Ups. Ah, nichts Besonderes. Oh Gott, wir müssen aufgefüllt. Level Up haben wir auch. Was haben wir? Aber nur ein Punkt. Nee, da, den Punkt könnten wir, wenn hier reinstecken, Heiler. Obwohl schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel doch. Das wird gekauft. Gekauft, sage ich mal. Was machen wir? Ach, jetzt haben wir eine Quest. Jagen für die Loge. Bestehe 3 Prüfungen in einem beliebigen Jagdgebiet und qualifiziere dich für 3 Halbsonnenbelohnungen. Ah, okay. Aber wir können hier eh die 3. Prüfung nicht machen, weil wir dafür keine Sprengfalle oder irgendwas haben. Ah, da haben wir auch die Bomben. Wo geht's hier runter? Ah, hier. Da geht's fast ins Jagdgebiet. Wir müssen... Aber nach da, ne? Dann kommen wir doch hier durchs Jagdgebiet. Ah, grün. Sehr schön. Lagerfeuer entdeckt. Da ist auch eine Quest irgendwo. Da kommen wir eh dann vorbei. Immer brav sammeln, Herr Gudi. Ein Händler? Ach Gott, ich Idiot. Hier, die Händler haben ja immer beim Kaufen Schatzkisten Gratisprobe. Was haben sie hier noch? Eine Scherbenkiste. Für 10 Scherben oder eine für 100 Scherben? Wie viele Scherben habe ich? 133 oder was? Und die kostet sogar 1350, aber nehmen wir die hier mal. Die Modifikationen sind da drin, grüne. Ach gut, nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Inventar. Schatzkiste. Schnellreisepaket und Dings. Und hier ist noch eine Quest. Die nehmen wir ja mit auf den Weg. Er sieht nicht wie ein Nora aus. Oh, der Ender für Tote. Halt, da ist noch Heilung. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Ich empfange ein Signal. Ja, ein Langhaltssignal. Cool. Oh, was machen wir? Warte mal. Ja, wir reden wir mit dem Unbekannten. Rennen wir zum Langhals. So viele Entscheidungen. Langhals, wie geil. Egal, reden wir mit ihm. Reden wir mit Neil. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder.
Hier ist Noraland. Ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf... Ehrliche Mörder? Bald sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Banditenlager, Teufelsdurst. Karte? Ne, nur Jagdgebiete, wo ist es denn? Hätte ich mal auf Karte zeigen machen sollen, wa? Schlachtfeld, wo ist ein Banditenlager? Jagen? Altes Waffenlager? Ach, Quest. Ach, habe ich gar keine bekommen? Banditenlager, doch, da. Banditenlager Stufe 7. Aktiviere ich mal. Oh, deswegen habe ich das nicht gesehen. Das ist weit weg. Das ist noch weit weg. Dann gehen wir hier mal zum Langhals. Dann gehen wir mal hier zum Langhals. Diese Ruinen. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Schön brav wieder Holz mitnehmen, hier ist gerade so viel nebeneinander. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Langhals, Teufelsdurst. Ja, darum kümmern wir uns jetzt. Oh, Wächter. Rotes Licht. Wo ist der andere? Da war noch einer. Oh, kommt da noch einer? Ah, hey, Langhals! Ah, oh, kriege ich nicht mehr. Zu spät. Das beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Was zum Looten hier, ne? Mal gucken, wo ich rüberspringen kann. Das ist immer irgendwo hoch. Ah, hier geht's noch weiter hoch. Hier ist die Stelle. Von hier aus auf den Langhals springen. Ah, da kommt er ja gerade. Sehr schön. Oder? Leute?
Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Schaut mal, ist das cool? Ist das cool? Ja, ich weiß, ich bin einfach zu begeistert, oder? Ah, guck mal da hinten, dieses Metallding da, so leicht rechts. Boah, was ist das denn? Dass er diesen ganzen Gipfel einnimmt. Hammer. So, dann überbrücken wir mal die Langheit. Ich weiß, ich weiß. Mir würde das auch überhaupt nicht gefallen. Und der deckt uns jetzt halt die Map auf. Habe ich natürlich auch wieder geil bei mir auf dem Kanal, wo ihr alle Langhälter findet. Alles, was er sieht und sendet es auch an andere Maschinen. Erster Langhalt, sehr schön. Und einen Fertigkeitspunkt haben wir bekommen. Und sogar schon 2 Punkte. Könnten wir wieder was in der zweiten Reihe trainieren. Schwerlastträger, Präzision, Kampfüberbrückung, Kräuterkenner. Oh, mehr Kräuter gekauft. Sehr schön, sehr schön. Ach, und Level Up hatten wir auch. Augenblick. Quest. Neben. Haupt. Die Spur der Kriegsherrin. Das Banditenlager war hier oben, ne? Ja, hier ist das Treffen mit Neil. Ja, doch, gehen wir hier rüber. Ach, brauchen wir gar keinen Wegpunkt setzen. Ist ja aktiv die Quest. Ist ja aktiv die Quest. Ich habe nur nach irgendwelchen Tieren gescannt. Schau mal da, Graser. Truthahn. Ja, wenn ich sie nicht sehe, bin ich am besten. Oh, Hamilton. Ah, blau, cool. Fischhaut. Oh, es war sogar blau. Oh, der auch blau. Tierzahn-Talisman. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Oh, Jäger. Ehemaliger Jäger. Ehemaliger Jäger. Thank you.
Also diese Graser sind wohl nur Opfer, ne? Wie es aussieht. Ich habe nur nach Fischen geguckt, weil Fische hat man auch nicht so häufig und deswegen. Oh, wir haben schon wieder überzogen. So ein Wächter. Oh, vorbei. Ah, der hat auch mal blau gedroppt. Maschinenkern klein. Na, was ist hier mit dem Durchsuchen? Also. Okay, so viel zum Thema Looten. Echt, also wirklich in diesem Spiel muss man wahnsinnig viel looten. Also, was heißt muss man? Zwingt mich ja keiner zu, aber Holz haben wir gesehen, brauchen wir eine ganze Menge. Ich würde auch ganz gerne mein Leben, mal diese Medizinbeutel mal komplett voll haben. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Diese Verwüstung. Oh ja, wir sind ja schon an einer Stelle. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendeinen Hinweis, wohin sie gegangen ist. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Ach, Neil. Wieso sehe ich Neil da? Ist der so nah dran? Neil war doch da oben. Aber gut, okay. Untersuche das Schlachtfeld. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Untersuche den Verderber. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Wer ist er denn? Krieger! Hey, warte mal! Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Hat Sona die Mörder gefunden? Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Hinterhalt? Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende tot in Minuten.
Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Wo ist Sona? Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Er gibt sich zu Sonas letzten bekannten Aufenthaltsort. Das ist wo? Hier hinten. Dann machen wir einfach hier mal eine Schnellreise zum Lagerfeuer. Und da speichern wir dann. Und machen erstmal Schluss für heute. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann retten wir Sona den Popo. Hoffe ich doch einfach mal. Falls sie nicht schon tot ist, kann ja natürlich auch gut möglich sein. Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gut gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und natürlich noch mehr, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Gerne könnt ihr das Video teilen oder den Kanal abonnieren, wenn es euch geschehen, weil dann verpasst ihr hier einfach kein neues Video. Bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.